Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute gibt es nur ein ganz kurzes Video von mir. Und zwar habe ich vor über einem Jahr mal eine Produktempfehlung für ein Tinbum Tuning Kit für eine Weihrauch HW30S gemacht. Oder es gab leider ein paar Probleme. Und zwar kam es häufiger vor, dass das Kit nicht exakt zu der Feder gepasst hat. Es lag an wohl einer besonderen Feder, die in Deutschland verwendet wurde. Die ganzen englischen Weihrauch HW30S bzw. Beeman R7 Federn haben alle sauber gepasst zu dem Kit. Bei uns haben auch die standardmäßigen gepasst. Anscheinend wurde mal eine Charge ausgeliefert mit dem schwarzen Schaft und dem Nickelsystem. Da haben dann diese beiden Spring Guides, ich weiß gar nicht, den deutschen Begriff ist auch wurscht, haben leider nicht sauber in das System reingepasst. Deswegen gibt es jetzt ein kleines Update von mir. Von Tinbum Tuning gibt es jetzt mittlerweile ein Maxi-Kit. Da ist nämlich dann einfach alles inklusive. Das heißt, ihr habt auch eine passende Feder. Ihr seht hier, die funktioniert dann einwandfrei passend mit dem Tuning-Kit, das ihr schon kennt. In dem Tuning-Kit ist neben diesen beiden Spring-Guides auch noch ein paar Scheiben, Abstandsscheiben enthalten, sogenannte Washers. Und dann haben wir hier noch dieses kleine Döschen mit Fett, ein bisschen Schmirgelpapier und dann Pimp My Rifle, ein Tinbum-Tuning-Aufkleberchen, das ihr euch aufs Gewehr pappen könnt. Das sollte nur ein kleines Update gewesen sein. Das heißt, solltet ihr daran interessiert sein, eure Weihrauch zu tunen. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe es in jeder meiner Weihrauch HW30S, mittlerweile besitze ich nur noch eine, aber in beiden hatte ich es drin und habe mir jetzt eben so ein Kit besorgt, um euch das einfach nochmal vorzustellen. Bestellt euch, wenn dann, das Maxi-Kit einfach. Nicht, dass es euch passiert, dass das dann am Schluss nicht passt. Das war's von meiner Seite aus schon. Jetzt seht ihr das nochmal in einer Aufnahme. In diesem Karton werden die Teile dann geliefert. Ihr habt einen kürzeren, einen längeren Spring Guide, so eine Federführung sozusagen. Den Pimp My Air Rifle TWD Tinbum Tuning Aufkleber. Das Fett, die beiden Washers, Preload Washers, die optional sind, und ein Slip Washer. Ich kann die deutschen Begriffe nicht sagen. Schreibt sie mir drunter in den Kommentaren. Ihr kennt euch mit den Fachbegriffen besser aus als ich. Ich bin nur der Anwender und eine kleine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Von meiner Seite aus war es das. Ich will eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der Gandhi.